So. Passt doch jetzt. Ha, gut. Passt. Also, heute eine Runde Warframe. Nochmal. So, achso, ich habe was vergessen, weil. Schauen wir jetzt im Hintergrund noch Podcast an. Weil gestern war ja Großdemo in Berlin. So, Ereignisse überschlagen sich halt. Ja, so. Berlin, Berlin, wir waren in Berlin. Wir waren tatsächlich vor Ort Läuft. und das ist mein Souvenir aus der So, Hauptstadt. deswegen. Also, wir waren auf der großen Querdenken-Demo Jetzt. am 1. August am Brandenburger Tor und alles über die 17.000 Covidioten, die sich da angeblich getroffen haben, gibt's jetzt bei Homeoffice. Wo denn sonst? Also, So. schnallt euch an, Das. lehnt euch zurück, genießt die Show, jetzt geht's los. Ja, hallo Frank, grüß dich. Hallo Robert. Heute sind wir in ganz anderer Besetzung. Der Kollege Stoner ist noch immer in der Elternzeit. Er lässt auch echt grüßen an alle draußen in der Community. Er wird bald wieder mit dabei sein. Er vermisst es schon sehr. Und ja, Frank, wie ich sehe, hast du deinen Souvenirhut auch noch auf, ja? Ja, genau, du hast ja heute auch Mütze auf, dachte ich mir, setze ich doch meinen Sonnenhut aus Berlin auf, damit mich die Leute auch wiedererkennen, wenn sie jetzt die Sendung sehen. Also, wir müssen ein bisschen, wir müssen das alles erstmal aufarbeiten, was wir da erlebt haben. Ich muss gestehen, ich bin wirklich noch Endorphin geschwängert von dieser ganzen, von diesem ganzen Tag auf der Rückfahrt heute. Ich bin vorhin erst zurückgekommen aus Leipzig, bin ich wie in Trance über die Autobahn geflogen und habe das alles nochmal rekapituliert und mit vielen Leuten gesprochen und schon hin und her. Und wir beide saßen auch bis nachts am Lagerfeuer und haben versucht zu verstehen, was da eigentlich gestern wirklich passiert ist und wo wir Teil waren. Ich habe das immer noch nicht geschafft, das in Worte zu fassen, aber das versuchen wir heute zu machen. Und wir haben ein Experiment vor. Wir haben heute im Laufe des Tages, wollten wir natürlich hier so viel wie möglich Bildmaterial euch zeigen und das ist gar nicht so einfach, so viel Material zu sichten und in einen Film zu packen. Das ist schon sehr viele Stunden Arbeit, manchmal auch Tage. Deswegen haben wir ein Experiment vor. Wir sichten sozusagen das ganze Material, was wir gestern gefilmt haben, mit euch live hier zum ersten Mal. Wir haben es so ein Das bisschen grob klingt also überflogen, nix. was wir, ob die Ton- und Bildqualität passt, aber der Inhalt ist uns teilweise auch noch gar nicht bewusst. Natürlich, ich habe alles gefilmt, wir wissen es ja, aber was dann dabei rauskommt, das ist immer eine andere Sache. Also das ist so ein Experiment, diese Sendung. Wir zeigen euch quasi unser Schnittprogramm und zeigen euch sozusagen. So, und ihr werdet das Schnittprogramm nicht sehen, ihr werdet nur Ton haben. Ich werde schweigen und mir den Podcast anhören. Live und ungefiltert und raw und uncut das ganze Material von der Friedensdemo. Und ich sag euch, das sind Bilder dabei, die werden euch umhauen, ja, also wirklich. Ja, ich kenne ja die Bilder schon, denn ich war sehr, sehr fleißig. Während du von Leipzig nach München gefahren bist, habe ich ja mal eben aus unserem Material ja ein nettes kleines Musikvideo für unseren Schwarz-Weiß mit seinem Song Fake News Media geschnitten. Und ja, also kommt, glaube ich. Übrigens, der Kanal von dem der Podcast ist, heißt Nuviso TV, falls sich jemand dafür interessiert. Da werde ich dann auch einen Link in die Beschreibung klatschen. Extrem gut an, hatte jetzt schon nach wenigen Stunden 25.000 Aufrufe, wird dann morgen, wenn diese Homeoffice-Sendung online geht, wahrscheinlich noch mehr haben. Und wir spielen es auch später in der Sendung, glaube ich, nochmal ein, wenn wir an der Stelle sind. Aber da wir jetzt mit unseren Zuschauern quasi das Rohmaterial, was wir aus Berlin mitgebracht haben, einfach mal zusammen sichten wollen, ja, wir lassen euch sozusagen teilhaben bei dem Prozess, der normalerweise, ja, hinter verschlossenen Türen stattfindet. Robert und ich, wir saßen gestern Abend bei mir zu Hause zusammen und haben schon mal über den Laptop in das Material reingeguckt. Und da hatten wir die Aus. Idee, ja, weil wir uns gedacht haben, das wäre ja eigentlich bestimmt mal spannend für den Zuschauer, jetzt dabei zu sein, wie wir selber unser Material von dem Tag auswerten. Und so war die Idee geboren, jetzt bei Homeoffice genau dies zu tun, nämlich wir schauen Rohmaterial mit den Zuschauern. Könnte vielleicht sogar ein neues Format werden. Also wenn es euch gefällt, dann am Ende der Sendung auch Feedback dalassen. Und Robert, dann steigen wir gleich mal ein, Ich habe schon einen oder? Titel, Nuvisa Raw and Uncut. Sozusagen. Roh und ungeschnitten, ja. Neues Format, genau. Ja, genau. Und dazu dann erstmal hier einen Crashkurs in Sachen Video-Bildbearbeitung. Also,
Was ihr jetzt sehen könnt, das ist sozusagen das Schnittprogramm. Ich darf hier eine Werbung machen. Ich arbeite mit Adobe, mit Premiere. Und für diejenigen, die das kennen, ist es jetzt was Altes, aber ich. Für die es interessiert, ich arbeite, wenn ich hier mal Video. Videos fürs Hochland vorbereite, ich arbeite mit Blender. Ich erkläre nur mal kurz, was ihr da seht. Hier oben sind zwei Monitore. Das ist der Quellmonitor, die Quelle, die angewählt ist. Und das da ist der Programmmonitor. Und der zeigt mehr oder weniger, was da unten hier in der Timeline, in der sogenannten Schnittleiste oder in der Zeitlinie, wie auch immer man das zeigt. Hier sieht man die ganzen einzelnen Clips, was wir alles gemacht haben. Das heißt also, wir werden mit euch da durch die einzelnen Clips durchgehen und werden dann selber mal gucken, was wir da eigentlich alles gefilmt haben. Also das da hier oben ist dann immer der Clip von der Zeitleiste hier unten, und wenn wir dann irgendwas gefunden haben, dann mache ich da das Vollbild und lasse das Ganze dann ablaufen. Und so war die Idee, wie wir das heute Abend machen. Okay? Also, weg zu sein. Frank, ja, wie wollen wir es anfangen? Wollen wir gleich mit dem ersten Clip einsteigen? Klar, chronologisch. Ich würde sagen, du lässt es einfach mal in mehrfacher Geschwindigkeit ablaufen, denn da kommt ja schon einiges zusammen. Und wenn was interessant ist, sagen wir einfach Stopp und schauen mal rein. Okay, here we go. Also, ich starte hier den Cursor und er läuft los. Und das ist dann, hier oben war der Anfang der Demo. Da sind wir gerade eben angekommen am Brandenburger Tor und sind ein Stück weiter reingelaufen in die Stadt. Und dann kam der Anfangszug, kam dann schon auf uns zu. So, mal ein bisschen. Da kam dann auch ein Kollege von uns von damals noch. Und hier, mach mal ein bisschen schneller, viele Fahnen. Und hier kamen dann schon die ersten, die uns erkannt haben. Und ich muss noch eine Story dazu erzählen, Frank. Und zwar, als wir angekommen sind am Brandenburger Tor, wir hatten auch, das Universum hat uns einen genialen Parkplatz geschickt, also wirklich ein paar Meter nebendran. Das war ideal. Wir dachten wirklich, Gottes Willen, da einen Parkplatz zu finden, das funktioniert gar nicht. Ich hatte am Anfang in der Früh auch echt eigentlich schon fast gar keinen Bock mehr. Man dachte, Gott, was tun wir uns da an bei der Hitze und so weiter. Und Gott sei Dank hat uns Julia in den Arsch getreten und hat gesagt, komm, wir müssen da hin. Und ja, natürlich müssen wir hin. Aber ich war innerlich so, Gott. Und dann kommen wir da an und es war alles so perfekt und die Fahrt ohne Stau und wir waren da. Und dann sagt Frank noch, hier, ich habe noch zwei DVDs im Auto liegen. Weißt du was? Der Erste, der uns erkennt, der kriegt die geschenkt. Und dann so beim Weggehen, ach nee, ich habe jetzt keinen Bock, die mitzunehmen, schmeißt die beiden DVDs ins Auto rein. Und genau in dem Moment, als das Auto abgeschlossen hat, kam einer, hey, ihr seid doch nur wie so, zack, ja genau, hier, du hast die DVD gewonnen. Und schon, wir waren noch keine Minute unterwegs, schon hat uns der Erste angesprochen. Also das war genial. Ja, war ein Heimspiel, glaube ich, für uns. Es waren ja auch andere Reporter von Mainstream-Medien unterwegs, aber dazu später mehr. Ja, wir sind dann eigentlich am Brandenburger Tor angekommen, da war es schon nach um eins, also wir waren gar nicht von Anfang an dabei. Und da war natürlich der Demonstrationszug, der sich am Brandenburger Tor getroffen hatte, schon losmarschiert. Und wir haben erstmal halt rumgefragt, ja, in welche Richtung müssen wir denn jetzt irgendwie gucken gehen oder sonst wie. Unsere Idee war, dem Demonstrationszug entgegenzulaufen, also nicht mitzulaufen, sondern dem entgegenzulaufen. Und ja, irgendwann ist das dann auch geschehen. Wir haben vorher, glaube ich, noch ein, zwei Interviews gemacht mit Sympathisanten. Und irgendwann kam dann dieser Demonstrationszug plötzlich um die Ecke und direkt auf uns zu. Genau. Aber ich merke gerade, ich habe zuerst die andere Kamera gezeigt. Wir sind jetzt erstmal bei meiner Kamera, die ich in der Hand hatte. Ja, genau. Da sieht man, genau. Ich bin der mit dem Hut. Links ist Julia. Wir laufen da jetzt gerade Richtung Brandenburger Tor. Das waren quasi die ersten Bilder. Schön, Robert, dass du uns von hinten gefilmt hast. Das ist wirklich sehr, sehr brauchbar. Ich habe einfach draufgehalten am Anfang. Ich habe dann gesagt, wir brauchen Footage, ja. So, Kollegen, nur Wieso-Team an der Straße, hier an einem historischen Punkt. Das war natürlich der Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Da sind wir natürlich dann auch dran vorbeigelaufen. Das ist ja kurz vor dem Brandenburger Tor. Und das da sind Aufnahmen, die ich einfach so, um warm zu werden, mal geschossen habe. Jetzt hier Höfers muskulöse Waden, muss man natürlich mitnehmen. Und da war man, zack, jetzt, das ist dann sozusagen
Eingang ins Brandenburger Tor stimmt, hinein. Nee, ist auch, muss ich ehrlich sagen, immer sehr interessant, was sich da tut. Also das ist ja wirklich ein Hotspot für Touris und für alle möglichen Menschen. Wenn man da durchgeht, finde ich schon, das ist was Besonderes. Also da, die Leute, die man da trifft, die Atmosphäre, die am Brandenburger Tor ist. Wir hatten nichts gesehen von dieser Demonstration bis dahin. Aber es ist trotzdem was Besonderes, nach Berlin zu kommen. Das ist mir jedes Mal, ist mir das immer was Besonderes. Ja, und das war dann das erste Bild, was ich gesehen habe, sozusagen, was mir inhaltlich aufgefallen ist. Was steht da? Krise ist ein produktiver Zustand. Moment, man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Ja, also. Robert, kannst du das ruckelfreier, also sprich in normaler Geschwindigkeit ohne Ton ablaufen lassen? Es läuft gerade in normaler Geschwindigkeit. Ach so, das ist quasi. Das okay. Ist es, ja, ja. Ich habe ja jetzt hier kein Gimbal gehabt, sondern das war nur die Handkamera. Aber ja, das war das erste politische Statement, was ich an diesem Tag dann gesehen habe. Und hier, das war dann unser erster Gesprächspartner, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Genau, ich würde jetzt nicht in die Interviews reingucken oder vielleicht mal hier und da. Heben wir uns das für den Film auf. Verraten wir da jetzt eigentlich vielleicht zu viel? Zu viel. Was meinst du, Robert? Ich glaube, wenn wir jetzt alle Interviews zeigen, dann ist dann zu viel schon verschossen. Das ganze Material wird natürlich noch in einer Doku komplett wunderschön mit Bild und Ton und da machen wir uns natürlich noch viel Mühe dafür. Heute geht es darum, dass ihr alle einen Einblick bekommt von der Stimmung, von der Situation, von den Menschen vor Ort, was wir da mitbekommen haben. Und wir nehmen euch da einfach mit auf diese Reise da. So, wir und, fangen. Da ist jetzt planlos der Zug an. Okay, Moment, Monitor Einblick. Da ich jetzt planlos durch die Gegend gestolpert bin und keine Ahnung hatte, was ich tun soll, nächstes Video, denke ich, werde ich. Was mache ich denn nächstes Video? Vielleicht. Ich habe noch das Deadlock-Protokoll, das werde ich nächste Runde machen. Protea, beziehungsweise mal beim Glasmacher reinschauen, ob da neues Zeug da ist. Oh ne, ich schau dann erstmal beim Glasmacher. Und dann könnte ich ja auch noch auf die Jagd gehen nach Dingsbums, Gewehr, Suche, irgendwas. Aber erstmal Video beenden.